hab dich lieb. Victoria. Marc? Sein Tod hat wahrscheinlich mit seiner Operation zu tun. Ich weiß, was passiert ist. Es war Johann. Er hat ihn umgebracht. Herr Dr. Bergmeister, es besteht der dringende Verdacht, dass Sie Joshua Obote umgebracht haben. Ich soll Herrn Obote umgebracht haben? Niemals. Niemals! Ich war bewusstlos. Wie soll ich denn da jemanden umbringen? Ob tatsächlich ein Betäubungsmittel im Spiel war, wird die Blutuntersuchung zeigen. Bis dahin halten wir uns an die Fakten. Welche Fakten denn? Der Aschenbecher, mit dem Herr Obote erschlagen wurde. Auf dem sich Ihre Fingerabdrücke befinden. Und nur Ihre. Ich habe hier einen Durchsuchungsbeschluss. Wenn Sie mich und meine Kollegen jetzt bitte in Ihre Wohnung bringen könnten. Ein zweites Team wird sich hier umsehen. Und was glauben Sie, was Sie finden werden? Zum Beispiel einen Diamanten. Den wir bei dem Opfer nicht finden konnten. Gregor hat meinem Vater schon mal das Leben gerettet. Wir sind zusammen. Er würde sowas niemals... Frau Gruber! Egal, wie gut sich Herr Dr. Bergmeister mit Ihrem Vater verstanden haben will, ein Diamant von diesem Wert ist Motiv genug. Gehen wir. Ich kann nicht mehr. Jetzt beruhige dich und trink erst mal was. Ich rufe jetzt die Polizei. Schluss jetzt! Ich habe einen Menschen umgebracht! Das war ein Unfall! Notwehr! Genau das werde ich der Polizei jetzt sagen. Ich wollte das doch nicht. Natürlich nicht. Aber du musst jetzt die Nerven behalten. Oder willst du, dass wir hinter Gittern landen? Im Gefängnis? Die Betäubungsmittel. Der geklaute Diamant. Ich kann dir sagen, wie die Anklage lauten wird. Raubmord. Aber wir wollten das doch gar nicht. Wir wollten doch niemanden umbringen. Aber bitte, wer soll uns das glauben? Der Staatsanwalt? Der wird den Vorsatz sehen. Und weißt du, was das bedeutet? Lebenslänglich. Also bitte, tu uns den Gefallen. Reiß dich zusammen. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Frau Gruber? Wer räumt das alles wieder auf? Und? Dann machen Sie hier weiter. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Ich habe den Diamanten nicht. Das geht jetzt aber zu weit. Herr Dr. Bergmeister, wir wissen, was wir tun. Ich bin kein Mörder und auch kein Dieb. Das wird der Richter klären. Sie kennen doch das Prozedere. Ist ja nicht das erste Mal. Moment mal, ja? Ich habe damals eine Bewährungsstrafe bekommen. Wollen Sie mir das jetzt auch zum Vorwurf machen? Sie würden sich eine Menge Ärger ersparen, wenn Sie mir jetzt einfach sagen würden, wo Sie den Diamanten versteckt haben. Warum glauben Sie mir nicht? Ein so wertvolles Stück können Sie eh nicht zu Geld machen. Jeder halbwegs seriöse Händler wird Sie sofort anzeigen, wenn Sie damit auftauchen. Und einen Hehler werden Sie auch nicht finden. Die kaufen nämlich nicht gern Ware, an denen Blut klebt. Haben wir alles? Soweit ja. Dann sind wir hier fertig. Halten Sie sich zur Verfügung. Thank you.
wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Hier. Also auf dich losgegangen? Und dann? Hab ich den Aschenbecher genommen. Das war ein Versehen. Das war ein Unfall. Nur leider gibt es außer dir und mir keine Zeugen. Du wolltest ja unbedingt abhauen. Ich hab dir gesagt, lass uns nach ihm sehen. Du wolltest ja nichts anderes als diesen verdammten Stein. Nach ihm sehen? Und was bitte hätte das gebracht? Gar nichts. Wir hätten einen Arzt rufen sollen. Fiona, du weißt doch, was das gebracht hätte. Die hätten uns rangekriegt. Oh, Bob, du würdest doch leben, wenn wir Krankenwagen gerufen hätten. Ich, das war Pech. Es konnte doch keiner wissen, dass er so zeitig aufwacht. Du hast alles richtig gemacht. Wenn du nicht gewesen wärst, der hätte mich erwürgt. Jeder Mensch hätte so gehandelt. In dieser Situation. Du hast ihn nicht umgebracht. Du hast versucht, mir das Leben zu retten. Ja, so war's. Genau so war's. Ich hab dir mein Leben zu verdanken. Das werde ich dir nicht vergessen. Hoppla, hey. Was für ein Frühjahrsputz? Das war die Polizei. Hausdurchsuchung. Hä? Ich möchte nicht wissen, wie es bei mir in der Praxis aussieht. Was? Warum? Wieso? Felix. Samias Vater ist ermordet worden. Und die Kommissarin glaubt, dass ich der Täter bin. Herr Obote ist ermordet worden. Und die verdächtigen dich. Sein Diamant ist verschwunden. Und da liegt es natürlich nahe, dass ich ihn umgebracht habe, um den Stein zu stehlen. Okay, langsam, langsam. Aber wie kommen die auf dich? Weil auf der Tatwaffe eben nur meine Fingerabdrücke sind. Ja, hey, ich bin betäubt worden. Und als ich aufgewacht bin, lag er tot neben mir und ich hatte diesen verflixten Aschenbecher in der Hand. Ja, ich glaub dir. Ja, nein, weil du gerade so geguckt hast. Ich hab so geguckt, weil ich... Bist du sicher, dass er ermordet wurde? Wenn sich rumspricht, dass ich unter Mordverdacht stehe, kann ich meine Praxis dicht machen. Ja, aber dann wird die Kommissarin mich als nächstes unter die Lupe nehmen. Warum dich? An dem Abend war ich mit Obote im Restaurant, hab mit ihm gestritten. Du bist doch dazwischen gegangen. Für die Kripo gibt's nur einen Verdächtigen und das bin ich. Zumindest so lange, bis das Ergebnis von der Blutuntersuchung da ist. Und ich bin mir sicher, dass ich betäubt worden bin. Also muss auch irgendwas in meinem Blut sein, das man nachweisen kann. Barbiturate, Gift, irgendetwas. Gregor, sag mir, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Du machst ganz schön was mit, meinetwegen. Es tut mir leid. Victoria. Marc? Hast du dich auf dem Weg ins Schlafzimmer verlaufen? Was? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ich habe ein bisschen vor mich hingeträumt. Mhm. Jetzt machst du mich aber neugierig. Ich bin, was Träume angeht, relativ einfallslos. Bei mir, da dreht sich alles immer nur um dieses wunderschöne Mädchen. Langen dunklen Haaren. Und du? Wovon träumst du? Ach, nichts Besonderes.
Ich hatte einfach einen schweren Tag und dazu noch der Tod von Joshua Obote. Ja, das ist schlimm. Gut, dass du heute Nacht hier bist. Ich freue mich auch. Im Hinterzimmer, da schläft sich nicht so gut. Die Liege ist echt unbequem. Und außerdem fehlt mir am Morgen was, wenn ich beim Aufwachen nicht als erstes dich sehe. Ich finde es ja auch schöner, wenn du nicht ganz so viel Zeit in deiner Bar verbringen würdest. Aber wenn der Laden erstmal so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann nehme ich mir einen Geschäftsführer. Ja, und dann kann ich mich wieder mehr um dich kümmern. Und so lange müssen wir durchhalten. Verstehst du das? Bist du wach? Ja. Diese Kommissarin, die wird so schnell nicht locker lassen, was? Wahrscheinlich nicht. Das ist ihr Fall, den wird sie lösen. Aber ich glaube, die kann was. Die wird schon rausfinden, dass ich nicht der bin, den sie sucht. Ich frage mich die ganze Zeit, wie dieser Aschenbecher in deine Hände gekommen ist. Wenn ich das wüsste. Aber du glaubst nicht auch, dass ich... Natürlich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, als wenn ich ganz nah dran wäre. Wo dran? Ja, dass die Erinnerung an den Abend zurückkommt. Aber sobald ich mich darauf konzentriere, ist alles wieder weg. Für die Kommissarin sieht es natürlich eindeutig aus. Ich war der Einzige im Raum. Die Tatwaffe mit meinen Fingerabdrücken. Als ob du mein Vater... Ich kann es immer noch nicht glauben. Gestern noch hat er gelebt und jetzt... ermordet. Gregor, wer tut sowas? Ich weiß es nicht. Wie viel ist der Diamant wert? 8 Millionen? Mhm. Da kommt jeder in Frage. So aufbrausend sein. Jemand wie er nimmt es nicht einfach so hin, wenn er verlassen wird. Wäre ich doch in Joshas Nähe geblieben. Was willst du denn damit sagen? Er ist ermordet worden. Was? Ja, aber wer soll denn das gewesen sein? Es war Johann. Vera, sagt das die Polizei? Die Polizei denkt, es war Gregor Bergmeister. Aber es war Johann. Also vorgestern wolltest du ihn noch heiraten? Ja. Man kann doch nicht 2 Tage vorher behaupten, man liebt jemanden und dann traut man ihm plötzlich so eine Tat zu. Du hast nie seine Wutausbrüche miterlebt, seine Eifersucht. Ja, aber deswegen ist er doch noch längst kein Mörder. Joshua wurde ermordet, kurz nachdem ich Johann verlassen habe. Reicht dir das nicht als Beweis? Nein, denn das ist keiner. Er muss es gewesen sein. Wir haben sogar meine Druckerpatrone ausgebaut und überprüft. Sag mal, wie kommt Samia damit zurecht? Ja, ihr geht's natürlich schlecht, ist ja klar. Der Schmerz, die Trauer, jetzt noch die Anschuldigung gegen mich.
Aber sie hält total zu mir. Ja, das glaube ich. Samia ist eine starke Frau. Ja, das ist sie. Guten Tag. Guten Tag. Frau Schneider. Herr Dr. Bergmeister, ich habe die Ergebnisse von Ihrem Bluttest. Herr Tarasch, wenn Sie uns bitte alleine lassen würden. Ja, dann bis später. Und bitte halten Sie sich zur Verfügung. Ich möchte Sie gleich noch sprechen. Okay. Und, ist die Sache damit erledigt? Weder in Ihrem noch im Blut des Opfers konnten Betäubungsmittel nachgewiesen werden. Das kann nicht sein. Unser Labor irrt für gewöhnlich nicht. Dann war das eben ein Betäubungsmittel, das sich nicht nachweisen lässt. Oder das vom Körper extrem schnell abgebaut wird. Oder es gab gar keins. Warum dann der Filmriss? Sagen Sie es mir. Ich hab ihn nicht umgebracht. Hätte ich es getan, wäre ich aber kaum so lange im Zimmer geblieben, bis Samia reinkommt, oder? Sie wussten doch gar nicht, dass Samia in das Zimmer ihres Vaters wollte. Nein, natürlich nicht. Sie hat sie überrascht. Und dann haben sie so getan, als wüssten sie nicht, was passiert ist. Nein, so war's nicht. Warte mal. Guten Morgen. Na? Wie geht's dir denn jetzt? Wie es mir geht? Ausgezeichnet, das ist er doch. Das wird alles wieder werden. Glaub mir's, du wirst das schon sehen. Jetzt geht der ganze Mist erst richtig los. Diese Frau Schneider hat mich gestern verhört wie ein Schwerverbrecher. Dich? Ich weiß jetzt auch warum. Der Bote ist ermordet worden. Was, ermordet? Dann hat der Ben tatsächlich recht gehabt. Felix hat mir das am Telefon erzählt. Und ich als der Ex-Liebhaber von der Vera, ich bin natürlich der Hauptverdächtige. Ja, die gehen jedem Anhaltspunkt nach. Das müssen die. Ja, die können ja von mir aus ihre Arbeit machen, aber dass Vera mich als Mörder bezeichnet, das kann ich ja nicht verzeihen. Die Vera? Vorgestern wollte sie mich noch heiraten. Jetzt? Jetzt bin ich in ihren Augen ein Mörder. Das kann man mir überhaupt nicht vorstellen. Die ist halt durcheinander jetzt. Alfons, du kennst mich doch. Ich bin doch immer ein Kämpfer. Aber im Moment weiß ich nicht, wo ich die Kraft noch hernehmen soll. Sehr schön. Danke. Danke. Bitte. Also, ich hatte vorgestern Abend eine kleine Auseinandersetzung mit Herrn Obote, aber das ist bestimmt noch kein Grund, ihn umzubringen. Worum ging es bei dieser Auseinandersetzung? Das ist nicht so wichtig. Erzählen Sie es mir trotzdem. Ich war nicht damit einverstanden, dass Herr Obote meinem Vater die Frau ausspannt. Ihr Vater bedeutet Ihnen viel? Ja, ist das so außergewöhnlich? Außergewöhnlich wird die Sache dadurch, dass der Nebenbuhler ihres Vaters sterben musste. Und das zufällig genau an dem Tag, an dem ihn seine Zukünftige verlassen hat. Ich glaube, Sie interpretieren da zu viel rein. Wie ging der Streit mit Herrn Obote weiter? Das war's. Wie? Sie haben ihm die Meinung gesagt und das war's? Er hat nicht reagiert, nichts erwidert? Ich glaube, ich sage jetzt besser nichts mehr, das stiftet nur Verwirrung. Herr Tarasch, wir können uns auch gerne auf dem Präsidium weiter unterhalten. Okay. Herr Obote hat mir und meinem Vater gedroht, uns beide zu feuern, sobald er mit seinem Diamanten die Hälfte des Fürstenhofs übernommen hat. Was ist dann passiert? Dann ist Gregor dazwischen gegangen. Herr Dr. Bergmeister? Ja, Herr Dr. Bergmeister. Herr Dr. Bergmeister kannte Herrn Obotes Gutsherrenmentalität. Und er wollte einfach verhindern, dass sich das hochschaukelt. Deswegen ist er dazwischen gegangen. Dann hatten die beiden also kein gutes Verhältnis zueinander. Doch, natürlich. Herr Obote war Gregors Patient.
Das macht sie nicht zwangsläufig zu dicksten Freunden. Sie haben sich gut verstanden. Gregor kannte nur die Geschichten von Samia und wie schwer es manchmal mit ihrem Vater war. Mhm. Sehen Sie, unsere Unterhaltung war doch gar nicht so uninteressant. Danke. Guten Morgen. 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 Was denn für uns? Die Vera hat sich jetzt auf mich als Mörder eingeschossen und die Polizei auf den Bergmeister. Als ob einer von uns zu sowas fähig wäre. Ja, aber wer ist der Mörder? Ich meine, wer bringt einen Menschen eiskalt um, nur weil der reich ist? Die Welt ist halt schlecht. Solange es Leute gibt, die für Geld von nichts zurückschrecken. Aber schon vor gar nichts. Ah, morgen. Guten Morgen. Morgen. Ist Samia inzwischen hier angekommen? Nein, also ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie vorhin im Park gesehen. Sie sah ziemlich fertig aus. Kein Wunder. Ich hoffe, dass sie das Ganze einigermaßen übersteht. Übrigens, Herr Sonnbichler, vielen Dank nochmals für Ihre Ansprache gestern. Und dass Sie uns alle daran erinnert haben, dass wir Samia jetzt beistehen sollten. Ja, ich glaube wirklich, dass man einfach zusammenhalten muss. Gerade in schlechten Zeiten. Wenn wir hier am Fürstenhof eines gelernt haben, dann ist es das. Was war jetzt mit dir los? Haben wir was Falsches gesagt? Hallo. Ich habe gehört, was mit dem Vater passiert ist. Das muss schrecklich sein, jemanden auf diese Weise zu verlieren. Das Einzige, was mir von ihm geblieben ist, ist dieser Raum. Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Er hat ihnen Mut gemacht, ihre Träume zu leben. Daran werden sie immer denken, wenn sie hier sind. Daran, wie sehr er sie geliebt hat. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Er war nicht immer so. Er konnte auch sehr hart sein. Was haben Sie erzählt? Aber er wollte, dass wir uns versöhnen. Und als ich meinen Vater endlich wieder hatte, habe ich ihn wieder verloren. Dann behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie er zuletzt war.
Muss ich eigentlich noch lange auf den Ingmar warten? Na, wir hatten doch ausgemacht, dass wir den weglassen. Was? Ja, Sie haben selber gesagt, dass die meisten Gäste vielleicht den Ingwergeschmack an der Ente gar nicht mögen. Genau. Was ist denn mit dem heute los? Na, der Tod von Joshua Obote, der geht wohl allen nahe. Sogar unsere stellvertretenden Geschäftsführerin, obwohl die sonst so abgebrüht ist. Vielleicht hat sie ja doch sowas wie ein Herz. Weißt du, was mir Alfons erzählt hat? Als der sich vorhin unterhalten hat mit Johann über diesen Mord, da ist die Marquardt plötzlich aufgesprungen, aus dem Personalraum gerannt, mit Tränen in den Augen. Hat sich ziemlich schnell rumgesprochen, dass es Mord war. Muss ich denn heute alles alleine machen? Na gut, dann hole ich den Calvados eben selber, bevor ich hier stundenlang warte. Bin ich taub? Hast du ein Wort von Calvados gehört? Nein. In diesem Hotel gibt es noch ein paar gute Seelen und ich habe so das Gefühl, dass du eine davon bist. Ja? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber gut unter Verdacht zu stehen. Gib's doch zu. Du hast mir diese Decke heute Nacht in den Weinkeller gebracht. Danke, Kumpel. Klar, man tut, was man kann. Ohne die wäre ich fast erfroren. Also, danke nochmal. Marc? Ha? Der Schlüssel. Ah. Ich habe dich überall gesucht. Was willst du denn? Ja, mit dir reden. Lass mich in Ruhe, ich will jetzt allein sein. Fiona, Liebes. Wenn es dir nichts ausmacht, einen Menschen auf dem Gewissen zu haben, schön, aber mir macht es was aus. Geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Jetzt reiß dich endlich zusammen, wie oft soll ich dir das auch sagen? Und weißt du, wer das im Personal rum? Die Sonnenbichlerin fängt schon an zu tratschen über dich und dein merkwürdiges Falten. Ich kann nicht mehr. Ich will hier endlich abhauen. Ich doch auch. Aber wenn wir zusammen verschwinden, dann sieht das aus wie ein Schuldeingeständnis. Wir müssen schon noch ein bisschen hierbleiben. Weil du deine Rache willst. Was? Dein Bruder das Hotel abknöpfen. Darum geht's dir doch, oder? Und ich kann sehen, wo ich hier bleibe. Ich gebe schon lange nicht mehr um meinen Bruder. Ich habe doch alles, was ich brauche. Den Diamanten. Und ich habe dich. Wenn du tust, was ich sage, dann wird alles gut. Also dann gehst du in den ersten Stock und ich gehe ins Restaurant. Ja, wir werden sehen, was wir finden. Wir sehen uns später. Die Polizei nimmt uns das ganze Hotel auseinander. Es fehlt nur noch, dass sie die Zimmer der Gäste durchsuchen. Meinst du, die machen das wirklich? Ja, ich hoffe nicht. Wenn das an die Öffentlichkeit dringt, ja, dann gute Nacht. Also, dass die Polizei wirklich glaubt, der Bergmeister wäre der Mörder. Naja, also, er war der Letzte, der den Obote leben gesehen hat. Sag bloß, du hältst sowas auch für mich. Nein, natürlich nicht. Aber das sind die Tatsachen, an die sich die Polizei hält. Und dann ist ja da auch noch seine Vergangenheit. Hm? Ich meine, wenn Sie ihm da keinen Strick draus drehen. Was meinst du denn? Ach so, die Bewährungsstrafe. Ja, klar. Ich meine, das ist doch wirklich dubios. Der nimmt den Namen von diesem Christian Deville an, der kurz vorher gewaltsam ums Leben gekommen ist. Hat unser Doc etwa schon mal jemand um die Ecke gebracht? Bist du verrückt? Natürlich nicht. Das habe ich weder so gesagt noch gemeint. Und Herr Chance, dass Sie Ihre Arbeit machen. Und Ben, ich will so einen Schmarrn nicht nochmal hören, gell? Seebarsch mit Pinienkern und ein Wasser dazu. Sehr gerne. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Darf ich? Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir essen. Ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Alleine. Ich habe keine Geheimnisse von meiner Frau Saalfeld. Geht schon in Ordnung. Du isst bitte in Ruhe weiter. Kommen Sie. Also? Wie Sie wissen, konnten wir keine Einbruchsspuren an Herrn Obotes Zimmertür finden. Und?
Das heißt, wenn die Tür nicht offen war, hat das Opfer seinen Mörder hereingelassen. Und wegen dieser Neuigkeit stören Sie mich beim Essen? Reicht es nicht, dass Sie und Ihre Mitarbeiter das ganze Hotel auf den Kopf stellen? Einige Gäste haben sich schon beschwert. Zu Recht, wie ich finde. Wir bemühen uns, so diskret wie möglich zu arbeiten. Ah, diskret. Unser Hof leidet unter jeder Minute, die Sie hier mehr rumgeistern. Es tut mir leid, aber es muss sein. Falls der Dr. Bergmeister nicht der Täter sein sollte, ist es möglicherweise jemand vom Personal. Das ist absurd. Vollkommen absurd. Für meine Mitarbeiter lege ich die Hand ins Feuer. Ausnahmslos. Ich habe einen Durchsuchungsbeschluss für das gesamte Anwesen erwirkt. Inklusive Ihrem Büro, mit dem meine Mitarbeiter gleich anfangen werden. Ach, und wir werden die Räumlichkeiten der Mitarbeiter durchsuchen. Die meisten wohnen nicht auf dem Gelände. Aber es gibt Aufenthaltsräume, Spinde, persönliche Sachen. Sollten Sie mich suchen, ich bin im Personaltrakt. Gäste sind schon sehr verwundert über das ganze Polizeiaufgebot. Und sie stellen natürlich Fragen. Dieser saublöde Taxifahrer. Wieder kein Trinkgeld? Der Gast hat so einen Stress gemacht, dass er seinen Flieger noch kriegt. Der Taxler hat den Kofferraumdeckel zugemacht, bevor ich meine Hand rausziehen konnte. Zeig mal. Mir voll den Finger eingeklemmt. Geh besser mal zu Gregor, vielleicht ist er gebrochen. Nee, danke. Kein Bock auf Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Geh ich lieber zu einem normalen Arzt. Spinnst du? Was redest du da für einen Mist zusammen? Samia hat recht. Durch sowas entstehen nur dumme Gerüchte. Das war doch nur Spaß. Genau diese Art von Spaß hat mir gerade noch gefehlt. Machen Sie bitte die Tür auf. Hier ist die Polizei. Scheint niemand da zu sein. Hallo? Ist jemand da drin? Mist. Bin gleich da. Öffnen Sie bitte die Tür. Komme. Entschuldigung, ich habe niemand erwartet. Wie heißen Sie? Wer will das wissen? Jana Schneider. Kriminalpolizei Bad Tölz. André Konopka, Chefkoch. Wir würden gerne Ihr Zimmer durchsuchen. Hier ist der Durchsuchungsbeschluss. Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen. Ja, wenn es sein muss. Es muss. Könnten Sie bitte etwas vorsichtiger sein? Gut, dass Sie kommen. Ich brauche dringend Unterstützung. Wo waren Sie überhaupt? Ich war auf einem Termin außerhalb. Ja, warum weiß ich nichts davon? Das hat sich kurzfristig ergeben. Naja, ist ja auch egal. Die Polizei durchsucht das ganze Hotel und alleine werde ich mit dem Chaos nicht fertig. Ja, vielleicht können Sie auf mich kurzfristig verzichten. Mir geht's nicht so gut. Ich würde mich gern hinlegen. Sie sehen wirklich nicht besonders gut aus. Von mir aus. Ach, und seien Sie vorsichtig, die Herren interessieren sich besonders für Damenhandtaschen. Hey. Na, was macht die Wohnungssuche? Ich glaube, ich finde eher den Heiligen Gral als eine Wohnung hier in der Gegend. Schau dir das an. Über 100 Anzeigen. Und nur eine habe ich nicht durchgestrichen. Na, vielleicht bist du einfach zu anspruchsvoll. Ach, von wegen. Inzwischen würde ich sogar Geld dafür zahlen, wieder in Frau Zwicks Schuppen schlafen zu dürfen. Guck mal hier. Zu teuer. Zu teuer. Keine Männer erlaubt. Von mir aus zu weit weg.
Und was ist mit der, die du nicht durchgestrichen hast? Das ist die einzig günstige hier in der Gegend, aber die ist direkt über einem Kuhstall. Mhm, lecker. Magst du auch eins? Nein, danke. Nimm die Wohnung über dem Kuhstall. Ich habe gehört, frische Landluft soll appetitanregend sein. Sehr witzig. Ach komm, du findest schon noch was. Dabei bin ich doch eigentlich der perfekte Mieter. Festes Einkommen, alleinstehend, leider. Keine Kinder, keine Haustiere, Nichtraucher. Was hältst du davon, wenn du erstmal wieder zu mir in die Dachkammer ziehst? Wenn Sie mir schon die Wohnung verwüsten, dann können Sie mir wenigstens sagen, was Sie suchen. Es genügt, wenn wir es wissen. Und dieses, was nur Sie wissen, glauben Sie hier zu finden? Das Opfer besaß einen Diamanten. Den suchen wir. Zufrieden? Das ist auch eine Art, seine Zeit zu verbringen. Und wegen diesem Diamanten, der ein paar tausend Euro wert ist, durchsuchen Sie das ganze Hotel. Der Stein hat einen Wert von rund 8 Millionen Euro. 8 Millionen? Jetzt verstehe ich Ihren Ehrgeiz. Gehst du bitte ins Bad? Und Sie glauben, wenn ich diese 8 Millionen hätte, dann würde ich mir hier in der Küche den Rücken kaputt schuften? Da würde ich um die Zeit noch schlafen. Ja, vielleicht würde ich gerade aufstehen. In meiner Villa in der Karibik. Was können Sie mir über Herrn Obote erzählen? Nicht viel. Bitte, Herr Konopka. Sie haben ihn doch gesehen. Im Hotel, im Restaurant. Da haben Sie doch auch sicher mal mit ihm gesprochen. Na ja, vielleicht ein paar Worte. Na also. Essgewohnheiten, Trinkgewohnheiten, irgendwas Besonderes? Nichts Auffälliges. Doch vom Essen. Da verstand er was. Es war eine Freude für ihn zu kochen. Ein richtiger Gourmet. Getränke? Da müssen Sie den Restaurantleiter fragen. Fertig? Gut, das war's. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Sagen Sie, was trinken Sie da eigentlich? Whisky, wollen Sie auch einen? Um diese Uhrzeit? So nervös? Sie werden mir doch einen kleinen Single Malt gönnen bei dem Stress, den ich hier als Sternekoch habe. Single Malt? Und den trinken Sie auf Eis? Ein echter Kenner genießt ihn pur, soweit ich weiß. Hoffen wir mal, dass Sie ansonsten wissen, was Sie tun. Tut mir leid, dass du alleine essen musstest. Kommissar Meiser war ja schon eine Zumutung. Aber diese Dame ist... Sie macht nur ihre Arbeit. Indem sie das gesamte Hotel verdächtigt? Was? Uns auch? Ja, das hat sie mir gesagt. Dass ihre Leute den ganzen Fürstenhof umkrempeln werden. Das müssen wir wohl über uns ergehen lassen. 3 Gäste sind bereits abgereist. Und wenn die Presse erst mal Wind davon bekommt. Das ist natürlich ärgerlich. Ärgerlich? Die kriegt von mir eine Dienstaufsichtsbeschwerde an den Hals. Das kann sie aber glauben. Charlotte, bitte, komm, mach dir keine Sorgen. Das ist nicht die erste Krise, die der Fürstenhof erlebt und überlebt. Und wenn du noch ein bisschen bleibst und uns hilfst. Ich werde tatsächlich nicht so bald wieder nach Afrika zurückfliegen. Ich möchte Samia jetzt nicht alleine lassen. Dich natürlich auch nicht. Gerade erst hat sie sich mit Joshua ausgesöhnt und jetzt ist er tot, ermordet. Und ihr Freund steht unter Verdacht. Vielleicht war es ja doch, dieser Dr. Bergmeister. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Wieso? Ihr Mensch schreckt ja vor Tätlichkeit nicht zurück. Mit Mark Hohlweier hat er sich auch schon geprügelt. Und dann die dubiose Geschichte mit diesem Christian de Ville. Ach, Werner. Und den falschen Pass, den er Samia besorgt hat? Also wer das kann, der hat auch die Kontakte um einen jetzt Diamanten. Jetzt mach auch mal einen Punkt. Charlotte, das sind Tatsachen. Wer lang genug überlegt, kann jedem irgendetwas unterstellen. Du könntest es auch gewesen sein. Ich?
Du warst gegen den Verkauf meiner Anteile an Joshua Obote. Und du hattest deine Finger an seinem Diamanten. Also, Charlotte, ich bitte dich, du wirst mir doch wohl kein Mord zutrauen. Dir ebenso wenig wie Dr. Bergmeister. Danke, dass du mir hilfst. Ja, langsam habe ich da noch Übung drin. Gestern Gregors Wohnung, heute seine Praxis und jetzt das hier. Du solltest mal den Weinkeller sehen. Das ist das totale Chaos, aber das ist ja zum Glück nicht meine Baustelle, sondern die von deinem Freund. Die haben dir jede einzelne Flasche rausgezogen. Du solltest das mal sehen. Das dauert Wochen, bis sie das wieder einsortiert haben. Aber Marc hilft Simon. Ja. Und hier haben sie unseren guten alten Computer auseinandergenommen. Zwar wieder zusammengebaut, aber ob der noch läuft? Hey, apropos Laufen, sag mal, was lief denn da gestern Nacht im Weinkeller? Von was sprichst du? Von einer Decke, die deiner zum Verwechseln ähnlich sieht. Kann es sein, dass sich da jemand ganz, ganz rührend um den lieben Marc gekümmert hat? Ich wollte nur nicht, dass er friert. Was geht dich das überhaupt an, hä? Du hast mir mal gesagt, du empfindest nichts für ihn. Empfinde ich jetzt automatisch was für ihn, nur weil ich ihm eine Decke bringe? Ist doch lächerlich. Ich mag ihn, ja. Aber ich habe einen Freund. Und der heißt Simon. Wollen wir nicht lieber spazieren gehen? Ich überlege die ganze Zeit, ob Johannes vielleicht doch nicht war. Was nicht war? Der Mörder deines Vaters. Du verdächtigst wirklich immer noch Johann? Es ist so naheliegend. Du kennst ihn ja, seine aufbrausende Art. Und Joshua wurde erschlagen, kurz nachdem ich Johann verlassen habe. Weißt du eigentlich, was du da sagst? Johann ist ein herzlicher und vor allem ein ehrlicher Mensch. Damals im Krankenhaus hast du ihn auch zu Unrecht verdächtigt. Ich dachte, daraus hättest du gelernt. Jetzt, wo ihr nicht mehr zusammen seid, leidet Johann, und zwar sehr. Aber glaubst du tatsächlich, er wäre in der Lage, deshalb jemanden umzubringen? Johann hat dich gehen lassen. Weißt du, warum? Weil er dich liebt. Und zwar immer noch. Er will einfach nur, dass du glücklich bist. Was habe ich getan? Das Falsche. Erst habe ich ihm wochenlang was vorgemacht. Dann habe ich ihn verlassen. Und jetzt beschimpfe ich ihn als Mörder. In aller Öffentlichkeit. Ich habe wirklich alles falsch gemacht. Alles. Hier aus. Dann war die Polizei schon hier, oder? Mhm. Und jetzt geht's erst richtig los. Für uns beide. Na, so ganz kalt lassen tut es sich auch nicht, oder? Whisky am Mittag? Ja, sagen wir mal, es war knapp. Ja, wo ist der Diamant? Du hast ihn noch hier. Nun gib mir doch mal eine Antwort. Die kriegst du schon. Trink. Johann wird dir sicher verzeihen. Aber mach du bitte den ersten Schritt auf ihn zu, ja? Es ist einfach furchtbar, was Papas Tod alles mit sich bringt. Du beschuldigst Johann, die Polizei Gregor. Gregor? Ja, er war der Letzte, der bei Papa war, aber er kann sich an nichts mehr erinnern. Wieso das denn?
Gregor glaubt, dass er und Papa betäubt wurden und auf dem Aschenbecher, mit dem Papa erschlagen wurde, hat man Gregors Fingerabdrücke gefunden. Und wenn an dem Verdacht was dran wäre? Jetzt sag nicht, dass du das ernst meinst. Gregor hätte sogar mehr als ein Motiv. Dein Vater war gegen eure Beziehung und den Diamanten. Das Geld könnte er sicher auch gut gebrauchen. Uns einfach abhauen. Diesmal haben wir noch Glück gehabt. Wer weiß, was das nächste Mal passiert. Was heißt denn Ihr Glück? Ich habe den Verdacht auf Bergmeister gelenkt. Wen haben Sie in der Mangel? Bergmeister, also. Und warum durchsuchen die dann das ganze Hotel? Alle Angestellten? Deine Wohnung? Das kann uns ja nicht interessieren. Sobald ich einen Interessenten habe, verkaufe ich den Stein. Und für uns beginnt unser Dolce Vita. Unser Dolce Vita im Knast. Und alles so wegen diesem verdammten Stein! Was ist denn? Erdensprung. Das ist nicht echt. Es war eine Kopie. Er hat sie anfertigen lassen. Das heißt, der Mörder hat einen Glasstein. Wissen Sie denn, wo der echte Diamant ist? Immerhin habe ich das Gefühl, dass die Erinnerung so ein bisschen zurückkommt. So Stück für Stück. Er war bewusstlos, dass es passiert ist. Und wieso waren dann seine Fingerabdrücke auf dem Aschenbecher? Hör auf. Dafür soll kein Unschuldiger büßen. Gregor Bergmeister ist nicht der Mörder, sondern ich. Wer ist ich? Das wissen wir nicht. Aber das ist ja auch der Trick bei anonymen Briefen. Ich würde schon was einfallen. Dass uns der Bergmeister nicht in die Quere kommt. Ja, was denn? Willst du vielleicht auch noch umbringen?